Sorry für die Störung, aber bitte vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der EEG-Playlist der Everything Except Gaming und damit zu einem neuen Teil von Pimp My PC. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimp PC. Heute werde ich euch einen nicht unwesentlichen Teil meines PCs vorstellen und zwar das neue Mainboard. Dabei handelt es sich um das Asus ROG Crosshair 7 Hero Wi-Fi Edition AM4 Sockel. Was für ein Zungenbrecher! Ich werde es euch gleich vorstellen und wir sehen uns unten. Viel Spaß dabei und los geht's! So meine Freunde, und damit befinden wir uns auch schon wieder auf meinem Tisch mit etwas Schönem. Hoffentlich. Wir fangen an wie jedes Mal und betrachten uns zuerst mal die Schachtel von allen Seiten. Und dann geht's zum Unboxing und ich werde nach meinem Wissen und Gewissen euch das alles bestens erklären. So, dann fangen wir an mit der Schachtel von vorne. Hier sehen wir die Bezeichnung des Mainboards, die sehr fein gewählt ist und ganz leicht auszusprechen. ROG Republic of Gamers Crosshair 7, die 7. Generation dieses Mainboards. Oder sie haben ein paar Nummern übersprungen, das weiß ich dann nicht. Hero Wi-Fi. Dieses Mainboard gibt es auch in der normalen Crosshair 7 Hero Edition ohne Wi-Fi. Das habe ich vorher bestellt, aber da ich Wi-Fi drauf haben möchte, aus welchem Grund auch immer, und es glaube ich nur, ich habe keine Ahnung, ich glaube um die 10-15 Euro um sind zwischen den beiden Mainboards, was man hat, hat man. Habe ich mich für dieses entschieden, beziehungsweise habe ich es umgetauscht auf dieses. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, es mit dem Wi-Fi zu nehmen, weil wenn ihr später drauf kommt, ihr braucht ein Wi-Fi, müsst ihr euch eine Karte besorgen und die ist auf jeden Fall teurer als die 14 Euro, die die Wi-Fi-Option Aufpreis kostet. So, dann haben wir hier AMD-Sockel AM4, ist ja klar, weil ich einen Ryzen CPU habe, dann ist das der neueste Chipsatz für die neueste Generation von den Ryzen Prozessoren X470. Hier sieht man Ryzen, klar. Nvidia SLI zum Nutzen mehrerer Grafikkarten von Nvidia und AMD Crossfire, das gleiche wie SLI quasi, circa. Zum Nutzen mehrerer AMD-Grafikkarten. Dann haben wir hier Asus AuraSync. Das ist, um RGB-Geschichten zu synchronisieren. Ich werde euch nochmal ein kleines Video dazu einblenden. Das heißt quasi, man kann AuraSync-fähige Komponenten wie zum Beispiel Grafikkarten, Lüfter, LED-Strips, kann man hier schön mit diesen AuraSync synchronisieren. Und VR Ready. Ja, das ist heute gleich mal was, aber schön zu wissen. Dann haben wir hier auf der linken Seite des Pakets, hier haben wir stehen, Game First 6, gemeinsam Verzögerungen eliminieren. Supreme FX, feinster Ton innen und außen. Aura mit LED zum Licht, ROG, Game Cage 2, der Cage, der in einem Flash arbeitet. Okay, sagt mir jetzt nichts, diese Phrasen, die sie da verwenden. Hier haben wir The Choice of Champions. Naja, danke. Und hier nochmal schön Republic of Gamers und die Bezeichnung des Mainboards. Und hier Gaming Mainboard bzw. Motherboard, damit wir auch wissen, was da drinnen ist. Wir sind ja so blöd. Hier nochmal dasselbige mit einem schönen Asus-Schriftzug noch hier. Die Schachtel ist ja schön. Da bin ich froh, dass die netten Herren von Amazon mir da vorne gleich den Versandaufkleber mitten auf die Schachtel gepappt haben und die ohne Umverpackung geschickt haben. Danke auf diesen Weg an Amazon. Gott sei Dank habe ich es halbwegs runterbekommen. Es soll ja Leute geben, die stellen sich die Schachteln irgendwo hin. So, dann betrachten wir uns noch die Rückseite. Genau, ich werde es ein bisschen näher heranholen für euch.
Und zwar haben wir hier auf der Hinterseite der Schachtel die Beschreibung der einzelnen Komponenten. Und zwar haben wir hier Extreme Engine Digit. Das sind Spannungswandlereinheiten, die rund um den Prozessor sitzen und den mit der richtigen Spannung versorgen. Die sind in diesem Fall sehr hochwertig ausgeführt und haben eine sehr gleichmäßige Spannungsversorgung. Und sie werden auch zudem nicht so warm. Pre-Mounted I.O. Shield, das ist dieser Teil hier. Den muss man normalerweise später erst aufbringen und wenn man den vergisst, muss man das ganze Mainboard nochmal ausbauen. Jetzt haben die das gleich draufgepappt und fertig, man kann es nicht vergessen. Dann haben wir hier noch die Addressable Headers. Das heißt so viel, hier sieht man RGB-Header. Das heißt, hier könnt ihr eure RGB-Geschichten wie Lüfter und Stripes und so Geschichten anbringen, Strips besser gesagt. Und ihr könnt jede einzelne Komponente damit ansteuern, jedes einzelne RGB. Auf Standard-Headern wird alles gleichzeitig angesteuert. Auf Deutsch, wenn ihr da 20 Streifen anschließt, die machen dann alle dasselbe. Und bei so Addressable-Headers könnt ihr das komplett individuell gestalten, finde ich sehr cool. Dann haben wir hier noch einen M2 Heatsink. Da kommt meine M2 Festplatte hinein. Vielleicht habt ihr sie im letzten Video gesehen. Wenn nicht, dann verlinke ich euch das Video hier oben und ihr könnt es euch ansehen. Darunter kommt dann die Festplatte und dieser Heatsink, der leitet die Hitze von dieser Festplatte ein bisschen ab quasi. So, dann haben wir hier Backpanel Board. Hier haben wir ein Clear CMOS Button. Damit könnt ihr eure BIOS Parameter zurücksetzen, falls ihr mal komplett an die Wand gefahren seid und nichts mehr funktioniert. Knopf drücken, BIOS zurücksetzen und von vorne los geht's. Dann BIOS Flashback Button. Dieser Button ist dafür gedacht, da kann man auf einen USB-Stick eine neue BIOS-Version drauf spielen. Diesen steckt man dann in den eigens dafür vorgesehenen BIOS USB-Steckplatz und drückt dann auf diesen BIOS Flashback Button und updatet quasi damit sein BIOS. Einmal Wi-Fi-Modul, das ist das, was ich angesprochen habe. Zwei USB 2.0 Boards. Einmal PS2 Keyboard-Maus-Combo-Board. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das heute überhaupt noch braucht, aber naja. Achtmal USB 3.1 Generation 1 Boards. Das ist schon massig. Einmal Anti-Surge LAN RJ45 Board, also ein LAN-Board. Zweimal USB 3.1 Generation 2 Boards, einen optischen Ausgang für Audio und fünfmal Gold-Plated Audio Jacks. Das heißt quasi fünfmal goldbeschichtete Audioausgänge, Klinkensteckerausgänge. Dann haben wir hier CPU, AMD Ryzen 2. Generation, Ryzen with Radeon, Vega Graphics, Ryzen 1. Generation, 7. Generation A-Serie Athlon X4 Prozessoren. Das Chipset ist AMD X470, wie wir vorhin auch schon groß drauf gelesen haben. Die Slots, die dieses Mainboard zu bieten hat, sind 2x PCI 3x16 Slots, einmal PCI 2.0 16 Slots und zweimal PCI 2.0 ein Slot. Hier sehen wir noch Multi-GPU-Support, supports NVIDIA Two-Way SLI Technology und supports AMD Three-Way Crossfire X Technology. Okay, dann gehen wir hier rüber. Hier nochmal einzeln extra aufgelistet. Einmal USB 3.1 zweite Generation, Front Panel Connector. Das sind quasi die internen Anschlüsse. Zweimal USB 3.1 Generation 2 Boards, 10x USB 3.1 Generation 1 Boards und 5x USB 2.0 Boards. Auch nicht schlecht, Herr Specht. Hier haben wir die Speichersteckplätze und zwar einmal M2 Sockel 3 with M-Key. Und einmal M2 Sockel 3 with M-Key. Da haben wir einmal PCI 3.0 mal 4 Lanes quasi an SATA Modes und PCI 3.0 mal 4 Lane Mode. Was ich so gehört habe,
ich weiß nicht, wie wahr das ist, aber man sollte die, wenn man nur eine M2 hat, man sollte die nicht hier reinmachen, sondern hier unten, denn hier oben teilen sich die Lanes dann irgendwie mit der Grafikkarte. Ich werde das einfach mal testen. Ich habe das nur gehört und probiere das einfach mal. Vielleicht habt ihr ein Problem mit eurer M2-Karte und testet das mal aus, dass ihr die von hier nach hier unten packt und vielleicht hilft euch das ja. Dann haben wir hier noch LAN Intel Ethernet Controller 1211AT, dann die Surge LAN Guard ROG Game First 5. Das ist so eine Softwarelösung, um LAN-Verbindungen zu verbessern und um Lags und so Geschichten zu minimieren bzw. zu verhindern. Dann haben wir Wireless und Bluetooth, 2x2 Wi-Fi 802.11, Bluetooth V4.2 und ROG Game First 5, das gleiche wie hier oben. Und dann haben wir hier das HD Audio, hier haben wir den Audio Chip. ROG Supreme FX S1220 8 Channel Codec, High Definition und Sonic Studios 3 und Sonic Raider 3. Formfaktor ist ATX und das war's dann auch für die Rückseite. Außer hier haben wir noch Coupon Inside, get 20% off Cable Mod Cables with your purchase of an Asus Mainboard. Falls ihr vorhabt, euren PC aufzurüsten, dann vergesst nicht auf das, kauft euch zuerst das Mainboard und wenn ihr dann Kabeln von Cable Mod haben wollt, dann holt euch diesen Coupon und gebt den auch ein, denn das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ist ja egal. Vorbei ist vorbei und jetzt schauen wir mal, was sich in der Schachtel befindet. Zack, sonst sprengt das den Rahmen. Dann geht die Schachtel hier so schön zum Aufklappen. Das ist natürlich keine so eine Standardschachtel, ich zeige euch das kurz. Zack. Hier, die ist richtig schön. Die klappt so auf und dann kommt so ein Inlay mit. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das geht hier so schräg raus. Und der Deckel hält sich dann quasi von alleine. Hier sieht man das ein bisschen besser. Finde ich lustig gemacht. Zack. Cool. So, dann haben wir hier das gute Stück. Bisschen näher ran. Schön verpackt. Geschützt mit so einem Kunststoff obendrauf. Den werden wir gleich abnehmen. Und da haben wir auch schon das Mainboard. Das werde ich kurz mal rausheben und auf die Seite stellen. Und sehen wir uns dann nochmal an, was wir hier noch alles haben. Hier haben wir Republic of Gamers Aufkleber. Sehr schön. Einen ganzen Haufen. Join the Republic. Was steht hier oben? Do not disturb. Ja, das ist sinnvoll. Beim Spielen ist es gescheiter, wenn man nicht gestört wird. Und Join the Republic. Ein Haufen Aufkleber. Sehen cool aus. Dann haben wir hier eine kurze Safety-Information. Brauchen wir nicht. Sicherheit ist nicht so genau. Was soll das dann sein? Ein Untersetzer. The Choice of Champions. Ein QR-Code. Aha. Hier haben wir den Cable Mod Code. Time to gear up. Dann haben wir hier eine CD. Und da ist auch ein Aufkleber wieder darin fürs Gehäuse. Wie ich schon gesagt, da haben wir nachher wieder einen für unsere Sammlung von 20.000 Aufklebern. Republic of Gamers, der sieht natürlich cool aus, der ist auch so erhaben wieder. Hier haben wir Schnellstarthilfe.
Dann bedanken Sie sich bei uns, dass wir uns für ein Produkt von ROG entschieden haben. Und wie Sie es, glaube ich, auf jeden Furz drucken, Sie sind die Besten und Tollsten. Eine Garantiekarte. Einmal ein User Guide, ein Handbuch. Und das war's auch, glaube ich. Nee, das war's nicht. Da habe ich euch jetzt angelogen, denn da müssen ja noch ein paar Kabel dabei sein. Ja, hier sind wir. So. Dann haben wir hier ein Kabel, davon ist für Extension, also ein Verlängerungskabel für RGB-Streifen. Und eins davon ist für Addressable RGB-Streifen. Also da braucht man zwei verschiedene Anschlüsse, sehr interessant. Und hier haben wir die Antenne für das Wi-Fi. Ja, die werde ich auch noch auspacken, damit ihr die ansehen könnt. Die Kabel braucht man ja nicht betrachten, aber die Antenne, die können wir uns schon mal geben. Wie die aussieht. Sieht aus wie so eine Haifisch-Flossenantenne beim Auto. Das sieht genauso aus. Ihr habt diese Halterung hier, da müsst ihr quasi die Stecker dieser Wi-Fi-Antenne, die passen hier ganz genau durch. Also das ist ein sehr gefinkeltes System. Die hier durchstopfen. So, und dann habt ihr dieses ultraschöne Design hier. So, und dann fädelt ihr, wenn ihr das ultraschöne Design fertiggestellt habt, dieses Kabel hier unten rein. So, genau, und dann zieht man das hier rein. Ich weiß nicht, wie das bei euch funktioniert, aber die Dinger, die sind so eng beieinander und scharf, die reißen fast die Isolierung von diesen Kabeln runter. Gut durchdacht, muss ich wirklich sagen. Wahrscheinlich sind da Magneten auch keine drinnen. Das werde ich gleich mal testen. Ja, genau. Und so ist sie dann fertig. Vielleicht, also Magneten sind auch keine drinnen. Vielleicht werde ich meine alte Antenne benutzen, wenn die funktioniert. Denn die hat wenigstens Magneten verbaut. Die finde ich ein bisschen low-bob-mäßig, muss ich sagen. Und dann gehen wir über zu dieser Seite hier. Jawohl. Und hier haben wir noch ein paar kleine Sachen, die das Leben schöner machen. So. Hier haben wir, das ist glaube ich ein SLI-Connector, ja genau. Hier ist ein SLI-Connector drin, also eine SLI-Brücke. Natürlich die absolut schönste, die Sie gefunden haben. Nicht, aber ist ja egal, funktionieren muss es. Und es hilft einem sowieso nichts mehr, wenn man jetzt die neueste Generation von Nvidia-Grafikkarten sich kauft, die 2080, die RTX-Grafikkarten, denn die haben sowieso einen anderen Link, kein SLI mehr, sondern Nvidia-Link. So, hier haben wir, das sind kleine Befestigungsschrauben für, glaube ich, M2-Festplatten. Und hier haben wir noch einen kleinen Q-Connector. So, das war's von der Schachtel. Das war alles, was in der Schachtel drinnen ist. Dann werden wir die mal auf die Seite platzieren und uns das Mainboard ansehen. Was sagt ihr dazu? Ich sag ja. So, was hat uns dieses Mainboard also noch zu bieten? Hier sehen wir mal die ganzen Anschlüsse. Die BIOS Flash-Taste. Hiermit können wir das neue BIOS aufbringen. Dazu wird es in diesen USB-Port gesteckt, der extra nur für das BIOS-Flashen vorhanden ist. Steht auch BIOS drüber. Hier rein. BIOS Flashen drücken, fertig. Dann hier können wir das BIOS zurücksetzen, das machen wir aber dann bitte nur in Notfällen. Hier wird die Wi-Fi-Antenne eingesteckt, das ist für diese Maus-Keyboard-Kombination. Ich habe keine Ahnung, ob man das heute überhaupt noch benutzt, aber egal. Hier sind die 8 3.1er Anschlüsse der ersten Generation und hier ist der 3.1er Anschluss der neuen Generation. Dann haben wir hier unsere ganzen Audio-Aus- und Eingänge. Alle gold beschichtet. Hier haben wir den optischen Audioausgang, unser Netzwerkkabel und einen Typ C, USB Typ C Ausgang. Hier haben wir die Slots für unseren Arbeitsspeicher
und die sind oben mit einer Klemme ausgestattet. Die macht man auf, steckt man einfach rein, die Klemmen gehen von alleine zu. Ganz easy. Arbeitsspeicher wird bis 3600 MHz mit diesem Prozessor dann unterstützt. Wir haben 3200, also auf der sicheren Seite. Hier haben wir unseren AM4-Sockel für unseren Ryzen-CPU. Auch ganz einfach einsetzen, runterdrücken. Fertig. So leicht geht die Installation bei AMD. Dann haben wir hier diesen Heatspreader für unsere M2-Karte. Ich weiß nicht, ich muss dann sehen, ob der beleuchtet ist, aber ich glaube nicht. Wenn nicht, dann kann ich den auch hier heruntersetzen. Denn hier unten ist quasi der zweite Anschluss für eine M2-Karte. Die wird so reingeschraubt. Dann werde ich diesen Heatspreader einfach hier runterschrauben und fertig. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht, aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich habe nämlich gehört, dass man hier die M2 installieren sollte. Denn dann teilt sie sich nicht die Lanes mit der Grafikkarte, die hier eingesetzt wird. Und da sieht man auch, da haben sie sich ein bisschen was gedacht, die Grafikkarten werden immer schwerer und schwerer und darum sind zwei dieser Slots verstärkt. Das sieht man hier und hier, die sind so metallverstärkt. Denn vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr größere Karten montiert habt, dass sich diese Slots ein bisschen verwinden. Bei der Grafikkarte ist das dann übrigens das gleiche. Einfach diesen Clip runterdrücken, Grafikkarte einsetzen, hinten herunterpressen und dann wandert der von allein rauf und ist damit installiert. Übrigens, die Beleuchtung dieses Mainboards erfolgt hier. Dieses Asus-Symbol leuchtet dann, wie ihr es wollt, in RGB. Genau, und hier ist ein Streifen runter und dieses Crosshair 7 leuchtet auch. Also eigentlich ganz dezent beleuchtet. Was auch noch interessant zu erwähnen ist, mit diesen adressierbaren RGB-Headern, ihr könnt euer Philips Hue, alles was mit Philips Hue zu tun hat, mit dem PC synchronisieren. Das finde ich auch sehr spannend, denn da gibt es ja diese Lampen, ich werde sie euch einblenden und damit kann man dann den Raum quasi auch noch mit der Farbe fluten, die der PC gerade wiedergibt. Hier haben wir diese qualitativ hochwertigen Spannungswandler verbaut. Und dann, was auch eine kleine Besonderheit ist, das hatte mein voriges Mainboard zwar auch, aber das ist trotzdem sehr schön zum Ansehen, ist hier so eine kleine Anzeige. Und diese Anzeige teilt uns beim Hochfahren mit, was gerade am Mainboard geschieht. Und somit, falls der PC nicht hochfährt, könnt ihr hier an Fehlercodes ablesen, woran es liegt, dass der PC nicht hochfährt. Zum Beispiel irgendwelche Komplikationen mit dem Arbeitsspeicher und. Das zeigt uns das hier an und das finde ich zur Fehleranalyse sehr gut. Das hier sind die Befestigungen für den Prozessorkühler. Dann haben wir hier noch den Audiochip. Hier ist der Audiochip verbaut. Und diese Kondensatoren, das sind sogenannte Nichi-Kondensatoren. Hochwertige Komponenten aus Japan für einen warmen, natürlichen Klang und außergewöhnliche Klarheit und Klangtreue. Hier haben wir noch einen Safe-Boot-Button und einen Retry-Button. Dann einen Slow-Mode-Button, den werden wir nie gebrauchen. Niemals, niemals. Hier haben wir auch dann die ganzen Anschlüsse für USB und RGB und weiß der Teufel noch was alles. Das alles zu erzählen würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Hier zeige ich euch noch die Anschlüsse für die Festplatten. Für 6 Stück. Das wird bei mir, glaube ich, schon fast eng, denn ich habe, glaube ich, 5 oder 6. Aber naja. Das wird sich schon ausgehen. Irgendeine Lösung werden wir schon finden. Wir haben hier auch verschiedene Temperatursensoren verbaut. Und zwar ist hier ein Temperatursensor verbaut. Hier dann am CPU wird die Temperatur abgenommen. Hier wird eine Temperatur abgenommen und hier haben wir auch einen Punkt zum Temperaturabnehmen. So, das war's mit diesem Mainboard. Man könnte über dieses Mainboard wahrscheinlich stundenlang weiterreden, was es nicht alles für eine Features hat. Und das ist ja schön, weil man bezahlt ja auch einen guten Preis dafür. Das ist eines der High-End-Mainboards, die es so für AM4 gibt. Neuester Chipsatz, extrem gut zu übertakten. Die Software, alles super ausgeführt, eben um auf Übertaktung zu gehen. Wer Leistung haben will, muss für das kleinste Mühe noch ein paar Euros rausdrücken. Aber im Großen und Ganzen finde ich es von den Versprechen her ein
Superman-Board und wir werden sehen, wie es sich dann im Einsatz beweisen wird. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder oben. So, meine Freunde, das war's mit dem Mainboard und zwar dem Crosshair 7 von Asus. Ich will jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen. Dieses Mainboard ist so umfangreich, man könnte Stunden drüber reden, aber das würde einfach den Rahmen sprengen. Ich wollte euch nur vorstellen, was ich in meinem PC verbauen werde und euch einen kleinen Einblick geben. Was ich an diesem Mainboard sehr positiv finde, sind zum einen die vielen USB-Anschlüsse, die vielen USB 3.0, 3.1 Anschlüsse, um genau zu sein, die verstärkten Slots für die Grafikkarte, denn die neuen Grafikkartengenerationen sind alle sehr schwer. Das habe ich schon bei meiner 89 Ti gemerkt, dass die richtig runterzieht. Dann die 3600 MHz, die ich aus dem Arbeitsspeicher rausholen kann, beziehungsweise meine Arbeitsspeicher sind 3200, also großzügig ausgelegt. Die Qualität der Komponenten finde ich auch sehr gut, der Audiokomponenten. Ob sich das so bewahrheitet, das sei dahingestellt, das werden wir dann herausfinden. Die vielen Anschlüsse für Lüfter finde ich auch sehr erwähnenswert und dann diese adressierbaren RGB-Header, mit denen ich später das ganze System farblich schön einstellen kann. Was auch noch zu erwähnen ist, ganz groß geschrieben, dieses Board ist für Overclocking perfekt ausgelegt und das werde ich dann auch probieren mit der beiliegenden Software vom Ryzen 7 2700X übertaktet sich der Prozessor auch schon von allein ziemlich gut. Das war's mit diesem Mainboard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Über eure Wünsche, Anregungen und Beschwerden werde ich mich auch sehr freuen, in den Kommentaren zu lesen. Und mit einem Like zeigt ihr mir, dass euch meine Videos gefallen und dass ich so weitermachen soll. Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao!